Der Werksmeister ist auch ein, Sprechröhrchen hier. Willkommen zurück, Commander. Es freut mich, dass Sie den Bombenangriff überlebt haben. Viele unserer Konsortium-Kollegen hatten kein so großes Glück. Ja. Ein fähiges Bombardement allein reicht nicht aus, um mich umzubringen, Werksmeister. Ha. Man hat mir gesagt, dass ich ein Ionkassierer werden soll. So ist es. Wir haben die Schäden aus dem Angriff bereits behoben, aber in der Zukunft werden Sie die Reparatur selbst veranlassen müssen. Ach, komm schon, jetzt müssen Sie selber Geld ausgeben. Klicken Sie also einfach auf die Schaltfläche Reparieren. Treffpunkte sind voll, also funktioniert das gerade nicht. Vergessen nicht, Ihren Ionkast nach jedem Kampf zu reparieren, sonst sind Sie im nächsten Kampf im Nachteil. Das heißt, wenn wir beschädigt sind und nicht reparieren, werden wir auch beschädigt im nächsten Kampf gehen. Geile Sache. Wenn Sie Feinde besiegen, halten Sie die Baupläne einiger Waffensysteme oder Verteidigungssysteme. Das ist schön. Mit Hilfe von Baupläne können Sie die Werkstatt funktionsfähiger upgraden, für den Ionkast herstellen. Die Werkstatt öffnet. Was? Die Werkstatt öffnen Sie auf Werkstatt. Okay. Zack. Da ist natürlich jetzt nichts drin. Doch, wobei, ein Upgrade ist hier drin. Gaxe, Energiekonsortium, Kühlung, Reparatur. Es gibt so einiges, aber ist ziemlich teuer und wir haben so gut wie keinen Schrott momentan. Hüstel. Zurück, dankeschön. Oh, ich bezeichne die Reparatur und Upgrades. Schrott natürlich. Ja, gut. Gesandter Schrottfahrt ist da oben. Und wenn ich Feinde besiege, bekomme ich Schrottknoten. Bekomme ich Schrott und durch Knoten bekomme ich nochmal extra Schrott. Gar nicht mal so schlecht. Wenn ich Waffen und Schilde ausrüsten möchte, wo klicke ich dann nochmal hin? Hi, der Witzker. Sie können auf jedes Ihrer vorhandenen Systeme klicken, die rechts angezeigt werden. Dann können Sie alte Systeme gegen neue auswechseln. Okay. Wenn Sie ein neues System ausrüsten möchten, ziehen Sie sein Symbol vom Menü auf den entsprechenden Systemplatz. Das war's schon. Wir legen natürlich die harte Arbeit für Sie. Na, ganz toll. Ich muss kämpfen und die machen die harte Arbeit. Ne? Wir tragen uns einen Teil zu diesem Krieg bei, Werksmeister. Ja. Ohne Mechaniker gibt es keine Kriegsmaschinen. In der Tat, außerdem sammeln sie Erfahrungen durch das Zerstören von Feinden, das Abschießen von Missionen und das Kombinieren von Knoten. Yippie. Die gesamte Erfahrung ist hier in den Balken. Heißt, es gibt ein Level-System. Dankeschön. Ein Stufenaufstieg erhöht die Trefferpunkte ihres Ioncasts und erlaubt ihnen, neue passive Verstärkung oder Fähigkeiten für ihren Ioncast anzuzuwählen. Sie wählen die Belohnungen aus, indem sie nach Stufenaufstieg auf diesen kleinen Button hier oben klicken. Ah, ich habe passive Fähigkeiten hier unten. Okay. Hier Systemverstärkungen werden neben dem System angezeigt. Ich kann mal drüber ziehen. Okay, wir haben natürlich gar nichts. Ja, oh Gott. So gut jetzt zu ihren Fähigkeiten. Sie werden unten rechts angezeigt und können dort auch ausgewechselt werden. Okay. Heißt, ich kann während dem Kampf wahrscheinlich auch noch was machen. Okay. Deine Verstärkung und Fähigkeiten können durch Klicken auf den freien Platz ausgerüstet werden. Okay. Wer hat draufzukriegen? Einkastfähigkeit A, B und C. Kann man sagen, je nachdem. Ist wahrscheinlich mal besser und mal schlechter. Okay. Verstärkungen. Antriebe, Schilde. Okay. Habe ich denn ein anderes Waffensystem gerade? Nein. Alles, was ich habe, habe ich ausgerüstet. Okay, gut, passt. Nicht vergessen, Sie können das Spiel im Hangar jederzeit verlassen. Dabei wird Ihr Fortschritt gespeichert. Dankeschön. Herr Vorsicht, Commander, wenn Sie das Spiel während seiner Mission verlassen, geht das Kampf. Was geht der Kampffortschritt verloren? Das möchte ich natürlich nicht. Ausgezeichnet, ich glaube, das ist genug Lernstoff für einen Tag. Meinen Sie nicht, wer auch Werksmeister die Schlacht ruft? Oh yeah! Aber natürlich, Commander, klingt Sie auf der Mission. Wen, um die Kampagne fortzusetzen und gegen den Feind zu kämpfen. Viel Glück. Okay. Dankeschön, Werksmeister. Vielen lieben Dank. Okay, Mission wählen. So, Schwierigkeitsgrad, schwierig. Missionskategorie Boss. Okay, wir sind gegen schwierig. Haben wir, glaube ich, weniger Chance. Das heißt, wir müssen zuerst mal irgendwo anders hinkommen. Zeit. 30 Minuten spielen wir schon. Heidewitzka abgeschlossen ist so 0 von 0. Okay. Was haben wir noch alles hier? Mittel. 10 Runden. Haben wir nicht irgendwas Leichtes von Anfang? Mittel. Als Kämpfe. Achso, Kategorie. Kampf. Was haben wir denn Erfahrung? 4, 5. Ein bisschen Schott und ein bisschen hiervon. Ich würde mal sagen, wir gehen... Ach komm, hier. Ein feindlicher Panzer? Ah. Eine Gegenoffensive? Oder verzweifelte Verteidigung? Ich glaube, wir kämpfen mal gegen den Panzer, oder warum nicht? Komm, machen wir einfach mal. Verbleibende Tage noch 9 Stück. Oh Gott, okay, wir haben 9 Tage Zeit, das Ganze hier rumzureißen und das Empire zu retten. So, herzlich willkommen in Ironcast. Los geht's. Spire.
Guten Tag, Command, hier spricht Lady Hamilton H. Blackwell, Ihre neue Befehlshaberin. Oh Gott. Verstanden, Lady Blackwell, wenn ich mir die Frage erlauben darf, wo ist Lord Butler? In einer Welt, in der die Butler die Kommandeure sind und die Adligen nur die Untertanen. So, es mir tut, ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihr bisheriger General Lord Butler bei der Explosion ums Leben kam. Ich bin sein Nachfolgerin. Ach komm schon, Butler war cool. Das ist für uns alle ein furchtbares Unglück. Er war ein großer Mann. Wirklich? Ein weich trauriger Tag, doch unsere Aufgabe ist, wie immer, die Bürger des britischen Empires zu beschützen. Verlieren Sie dieses Ziel nie aus den Augen, Commander. Natürlich. Attackieren Sie den feindlichen Panzer. Wir werden uns heute wie der Phönix aus der Asche erheben. Yeah! Hallöchen, Panzer. Einkast Fähigkeit. Falls sich seine Dunray-Raketen haben, jedes Raketen fügt einem militärischen, einem zufällig gewählten System des Feindes Schadenhöhe von 10% der maximalen Treffpunkte des Systems zu, okay? Auf der Zeit 4 Runden, okay. Was hat der denn alles? Der hat ein Schrotgeschütz, okay. Und ein leichtes Geschütz, ich glaube. Eine Panzerung, eine fette. Wir schauen mal lieber, dass wir sein Geschütz da oben kaputt machen können. Wir müssen uns aber erst einmal aufladen. Das heißt, wir besorgen uns hier mal. Das war, glaube ich, der Knoten. Ja, der war es nicht ganz. Aber ich könnte so runtergehen. Und hier rüber. Wobei es, glaube ich, mehr Sinn macht, wenn man sagt, hey, ich nehme mir einfach jetzt mal, halt nicht so, so, dankeschön, die ganze Energie hier mit. Okay, wir haben einen Energieüberschuss und wir besorgen uns jetzt auch gleich einen Munitionsüberschuss. Und zwar so rüber, so, dankeschön. Oh Gott, das funktioniert sogar. Okay. Wir sind mehr als voll gefüllt. Jetzt besorgen wir uns noch... Ah, ich glaube, das war ein Verlinker. Das ist natürlich auch noch was Tolles. Vielleicht noch etwas mehr... Ja, ein bisschen davon kann doch nie schaden eigentlich. So. Jede Menge Erfahrung dazu. Und wir sind überall voll gepumpt. Das heißt, Verteidigung aktivieren. Antrieb aktivieren. Und eventuell... Nochmal das hier aktivieren. Schilde sind immer gut zu haben. Jetzt haben wir eine allgemeine Verstärkung, passive Fähigkeit. Das Kombinieren von 6 und mehr Energieknoten verringert die Energiekosten beim Aktivieren des nächsten Schild- oder Antriebssystems. Aha, das heißt, ich hätte das zuerst machen sollen, dann aktivieren und so, okay. Feindlichen Dampfpanzer zerstören, okay. Dann würde ich mal sagen, die Waffen laden doch alle. Warum laden die Waffen? Gut, dann setzen wir Raketen ein. Habe ich auch kein Problem damit. Fertig. Der kleine Gegner ist am Zug, als ob der irgendwas kann. Der muss erstmal Tempo aufnehmen, sonst kann der nämlich gar nichts. Und das war echt... Ja, was schwach ist das? Okay. Und wir sind schon wieder leer. Okay, wir haben lauter Linke hier drin. Oh Gott. Ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Wir gehen so rüber. So rüber, so, 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 so. Dann gehen wir hier rüber, um dort rüber zu kommen. Hier, so rüber, um dort rüber zu kommen. 1900 Erfahrungspunkte, bingo! Das in einem Auftakt, okay. Das heißt, wir gehen. Und wir gehen sogar nochmal. Weil wenn wir gehen, dann gehen wir richtig. Dann hier noch ein bisschen was. Und sagen unserem guten Kollegen mal, er kann sich jetzt mal... Kreuzweise! Verfehlt sogar, ist aber nicht so gut. Es ist gar nicht so gut. Gewehr, leichtes Geschütz. Schieß mal ein bisschen aufs leichte Geschütz vielleicht noch drauf. Mit 80. Yep. Warum nicht? War fast ausgeschieden. Aber wir haben noch 2 Züge frei. Das heißt, können wir noch irgendwas Gutes hier rausholen. Reparieren brauchen wir gerade eigentlich gar nichts. Wir könnten noch ein bisschen mehr gehen eigentlich. Das machen wir. Und ich möchte es jetzt nicht wertlos rumliegen lassen. Boah, wie mache ich das am klügsten? Ich möchte am meisten eigentlich rausholen, aber so viel kann ich gerade gar nicht rausholen. Die 2.
Müssen immer drei Stück haben, oder? Yep. Nur drei Stück hin. Das heißt, wir nehmen hier noch was. Hauptsache, wir haben die Erfahrung. Und schmeißen danach. Boah. Etwas Schrott hinterher. Okay, fertig. Passt. Besser so als gar nichts. So, erhöht nur das Tempo. Ich würde sagen, erhöht nur das Tempo. Ha, Arschlecken. Ja, oh Gott. Dankeschön. Verfehlt. Puh. Er kann sich gegen mich hier auflehnen. Was reparieren hier? Brauche ich, mache ich gerade relativ wenig. Also wir brauchen erstmal jede Menge zum Schießen. Das heißt, wir jagen das hier mal durch. Danach gibt es noch spezielle Spezialenergie, das Spezialseins. Wobei ich glaube, eher sage, wir gehen hier hoch. So, so. Und so. Jetzt habe ich den Weg nach da drüben verbaut, verdammt, aber ein neuer Weg hat sich schon aufbereitet. Und zwar so über. Yep. Okay. Das heißt, der gegnerische Eigenkast, erstmal hier aktivieren. Dann eventuell hier drauf feuern. Wir könnten es eigentlich jetzt schon wieder beenden. Das heißt, wir könnten Reparaturen machen. Können hier Reparatur machen. Ich würde gerne das hier unten noch mitnehmen. Das heißt, wir schießen jetzt mal hier drauf, weil machen kann nämlich dann eh nichts. Ja, passt, 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 passt. Fertig. Eine Runde möchte ich noch mitnehmen mit Erfahrungspunkten. So viel dazu. Ach, herrlich. Okay. Das gefällt mir umso mehr. So, wir haben wieder ein Linke hier drin. Das heißt, wie fahren wir das am besten noch weg? Holen uns erstmal den ganzen Schrott hier unten. Zack. Dann sagen wir brauchen dich hier und hier rüber. Zack. Und sonst holen wir uns nur noch. Boah, keine Ahnung. Das braucht man eher. Wir brauchen eher was zum Schießen. Das heißt, wir uns den Klotz hier einfach mal. Ja, warum nicht? Komm. Passt schon soweit. Dann will ich mal kurz noch die. Ach so, wir können gar nichts reparieren. Ah, Gott, okay. Dann einfach nur feuerfrei. Ich würde mal sagen, so ein Panzer hat keine Chance mehr gegen uns. Ich bin fertig mit der Welt. Turmspitze, bitte kommen. Hier Lady Power. Wir empfangen Sie klar und deutlich, Commander. Ist die Mission erfüllt? Ich würde mal sagen, ja. In der Tat, Lady Blackwell, der feindliche Panzer wurde vernichtet. Ihr Sieg ist ein kleiner Trost an diesem furchtbaren Tag. Also, ich weiß nicht, ich finde das im Hintergrund gar nicht mal so schässlich. Es ist ein schöner Frühlingsanfang. Nee, warte mal, Herbst war's. Gute Arbeit, Commander. Nicht einmal die dicken Metallplatten eines Tapfers können der Macht eines Ironcasts widerstehen, wenn er seine Geschütze richtig einsetzen weiß. Okay. Und mehr wert ich könnte denn das Ding besser bedienen. Kennen Sie den Manga zurück und lassen Sie vor der nächsten Schlacht eine nötige Reparaturen durchführen. Lieben gerne. Okay, gucken wir nochmal. Missionsbelohnung haben wir was. Wir haben Kombinationsbonus bekommen. Feindlicher Abschuss haben wir bekommen. Und Gesamtbelohnung natürlich auch noch jede Menge. Also es gab so insgesamt 4, 6, 8. Also ich muss mal sagen, das hat doch was. Das hat doch was. Man möge mich vollpumpen. Ja, 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 gleichzeitig mit Ups. Heißt, wir bekommen zwei Sachen. So, was haben wir denn hier? Amplizive Schüsse. Wird diese Waffe im ampliziven Zustand abgefeuert, erhöht sich der Schaden. Okay. Erhöht die Ausweichchance bei aktiver Antrieb um 5%. Oh ja. Bei aktivierten Schilden werden 10% des Waffenschadens für die nächsten beiden Runden auf die abfeuernde Waffe zurückgefeuert. Ich glaube, das hier mag ich eher. Ein Cast. Trefferpunkt erhöht um 25. Okay. Speichern und schließen. Das gleiche nochmal. Jetzt haben wir hier erhöht die Menge der durch Kombination erhöhten TP um 10%. Okay. Allgemeine Eigenkastfähigkeit. Bis zum Beginn der nächsten Runde wird bei einem feindlichen Treffer sämtliche von ihrem Schild absolvierter Schaden in ein Energieeinheiten umgewandelt. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Schrottknoten erscheinen 5% teurer. Schrottknoten. Ich glaube aber hier dieser allgemeine Boost gefällt mir. Ich bin eh so ein Allgemeinsach, wenn so, dass man passive Sachen machen können.
Und Schrotgeschütz V2 haben wir dazu bekommen. Gefällt mir doch, gefällt mir doch. Und das, obwohl wir es mit zwei Laserschüssen angegriffen haben. So, erst einmal ein bisschen reparieren. Dankeschön. Werkstatt, ein neues Geschütz. Das werden wir natürlich gleich mal kaufen, oder? Beziehungsweise... Ich hätte gern Infos. Schrotgeschütz richtet 128 Schaden an. 68, oh ja. Yeah. Energie dann weniger. Ich glaube, das ist sofort bekommen hier. Kaufen, dankeschön. Upgrades brauchen wir jetzt keine, da haben wir uns jetzt genug gemacht. Okay, wir haben hier die Fähigkeit drin. Wir haben hier den Boost drinnen. Und ich würde mal sagen... Gewicht über Projektiv 105. Energielanze 107. Wir brauchen beides, das heißt... Zack. Hallo? Ich hätte gern das da hier. Achso, ich muss da hochziehen. Okay, Waffe. Achso, jetzt sind wir Schrotflinte und Energielanze, ich glaube... Damit können wir doch mal gut in den Kampf einsteigen. Eine nächste Mission wählen. Oh, und der Boss kommt immer näher. Was haben wir? Eine schwierige Entscheidung. Der Feind greift diesen Ort zwei verschiedene Stellen an. Die eine mit einer Einkasten, die andere mit einem Dampfpanzer. Die Wahl ihres Angriffsziels bleibt ihnen überlassen. Okay. 105.000. Den Vorstoß bremsen. Sie müssen den feindlichen Einkasten an diese Position zerstören und mit der Organisation und Verstärkung unserer Verteidigungsziele beginnen. Okay, hier können wir Verteidigung machen. Und schwierig, Kampf. Der Überläufer. Wir haben gerade erfahren, dass nicht alle beim Konsortium das Ziel teilen, England gegen die Feinde zu verteidigen. Was? Sauerei. Ein unserer Einkast-Kommandanten namens Jeremy Blake will zu den Franzosen überlaufen. Er weiß sehr viel über unsere Organisationsstruktur und taktisch, also darf er unter keinen Umständen auf freien Fuß bleiben. Aber der ist schwer. Und schwer ist, glaube ich, nicht so das Beste, aber... Den Vorschuss bremsen wir vielleicht gut, vielleicht kriegen wir dazu einen Tag dazu. Mission annehmen, bitteschön.